Hallo und willkommen im zweiten Video zu Kapitel 11 Distributed Storage und Konsistenz. In diesem Video reden wir über Konsistenz. Was genau meinen wir damit? Welche Arten von Konsistenz gibt es? Wie können wir Konsistenz in verschiedenen Modellen ausdrücken? Was meine ich überhaupt mit einem Konsistenzmodell? Die Überlegung geht davon aus, dass Prozesse Daten in oder in einen Datenspeicher schreiben oder daraus lesen. Dieser Datenspeicher wird repliziert sein und im einfachsten Gedankenmodell können Sie sich vorstellen, dass jeder Prozess eine nahe beiliegende Kopie, ein nahe beiliegendes Replikat eines einzelnen Objektes besitzt. Die Schreiboperationen werden dann zu den anderen Replikaten propagiert. Leseoperationen werden Sie typischerweise zunächst mal aus Ihrem lokalen Speicher entnehmen. Okay. Was ist jetzt das Konsistenzmodell? Das Konsistenzmodell ist ja eine Aussage darüber, wann ich sage, dass die Inhalte dieser Replikate meines Datums irgendwie gleich sind in irgendeinem Sinne. Naja, aber Gleichheit durch einen externen Beobachter, das ist doch eigentlich egal. Wichtig ist Gleichheit bezüglich der Teilnehmer, die in diesem System interagieren. Und das sind die Prozesse. Das heißt, es geht um das Verhältnis zwischen Datenspeicher einerseits, Prozessen andererseits. In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Das ist die Frage, ob die Prozesse damit glücklich sind, was sie als Daten von diesem Datenspeicher geliefert bekommen. Also ist ein Konsistenzmodell eigentlich eine Abmachung, ein Vertrag zwischen den Prozessen und dem Datenspeicher. Mit der folgenden Überlegung: Solange sich ein Prozess oder solange sich alle Prozesse an bestimmte Regeln halten, dann verspricht der Datenspeicher, die Daten in einer Form zu liefern, wie der Prozess sie erwarten würde. Dann verspricht der Datenspeicher, ein Verhalten bezüglich Lese- und Schreiboperationen zu zeigen, das die teilnehmenden Prozesse als plausibel, konsistent für den Inhalt dieser Daten auffassen würden. Okay? Es ist dieser Vertragsgedanke. Wenn Prozesse sich nicht an diese Regeln halten, dann kann da Beliebiges passieren. Das Universum kann enden, es kommen überall minus unendlich raus, dann ist keine Aussage getroffen. Wir müssen uns bestimmte Regeln halten, die Regeln überlegen wir uns je nach Modell gleich separat. Und wenn dem so ist, dann kommt da Konsistenz raus. Okay? Intuition wird da immer sein, eine Leseoperation gibt den Wert des letzten, der vorherigen Schreibbefehls zurück. Aber ohne globale Zeit, was heißt letzter davor? Letzter davor macht keinen Sinn. Obwohl es keinen Sinn macht, gibt es trotzdem das Modell dafür. Das ist das strikte Konsistenzmodell, das genau versucht, das auszudrücken. Und das sagt Folgendes. Jede Leseoperation auf irgendeine Variable x ergibt als Wert den Wert, den der letzte vorherige, der am kürzesten zurückliegende Schreibbefehl für x in x geschrieben hat. Und jetzt sagen Sie, na und? Was soll denn sonst gelesen werden? Ja, ja, natürlich. Das ist aus einer Perspektive eines Einzelprozessordenkens absolut naheliegend. Fußnote. Auch da stimmt das nicht, wenn Sie sich moderne Prozessoren angucken, die Out-of-Order-Execution und Umordnungen in ihrer Write-Queue machen, dann stimmt das da auch nicht. Aber tun wir mal so, als ob. Ende Fußnote. Aus der Perspektive eines Uniprozessordenkens ist das natürlich das, was Sie erwarten würden. Und wir sind alle auf ein Prozessorsystem groß geworden. Das haben wir alle mit der Programmiermilch aufgesaugt, als wir Programmieren gelernt haben. Dieses Denken, Schreiben, Lesen. Natürlich kommt das Lesen hier den letzten Wert zurück. Okay. Das Dumme ist, das setzt globale Zeit voraus. Das setzt eine Anordnung, eine globale Anordnung meiner einzelnen Operationen voraus, die ich im Allgemeinen nicht habe. Also, um das nochmal mit einem Bildchen zu verdeutlichen, ich habe meine zwei Teilnehmer A und B. Ich mache hier eine Leseoperation auf irgendeine Variable x. Ich schreibe das hier relativ kompakt. Ich halte mich da an die Tannenbaum-Notation. Read x als Funktionsaufruf gedacht und gib mir einen Wert x zurück. Dann werde ich hier irgendwie, weil ich x hier lokal vielleicht gar nicht vorhanden habe, einen Befehl read x über mein Netzwerk an meinen Kollegen B transportieren. Aber bevor diese Leseoperation eingetroffen ist,
Aber nachdem sie abgeschickt wurde, findet hier eine Write-Operation statt, geschrieben als Write auf die Variable x, den Wert 42. Was sollten sie auch sonst schreiben? Was soll ich jetzt zurückgeben? Soll ich jetzt zurückgeben 42? Soll ich zurückgeben, was da davor gegeben wurde? Egal, welche Antwort Sie geben, Sie verwickeln sich in Widersprüche. Sie haben hier keine plausible Denke, ohne globale Zeit, auf die alle Begriffe zugreifen können, auf die alle Teilnehmer zugreifen können. Also, Striktkonsistenz wäre sowas. Sie haben wieder x auf 42 und Sie lesen 42. Okay, geschenkt. Ne? Aber hier hätten Sie genau dieses Problem. Ne? Sie machen hier eine Schreiboperation. Würde sich in Nullzeit vielleicht ausbreiten und wenn Sie dann hier eine 17 lesen, haben Sie 42. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach, strikte Konsistenz ist einfach ein falsches Modell in einem verteilten System. Also brauchen wir etwas, wir brauchen ein Konsistenzmodell, das auskommt ohne Bezüge auf ein globales Davor-Danach. Auf ein globales Davor-Danach. Aber lokal? Das Argument hatte ich bei der logischen Zeit schon mal gebracht. Lokal können Sie doch davor danach entscheiden. Lokal können Sie Reihenfolgen sehr wohl unterscheiden. Sie als einzelner Teilnehmer, Sie als einzelner Prozess, Sie wissen doch, dass Sie erst das, dann das getan haben. Wenn Sie das nicht wissen, haben Sie ganz andere Probleme. Okay? Also wie wäre es, wenn wir uns diese Überlegung zunutze machen, zu sagen, lokal als einzelner Prozess habe ich sehr wohl eine gewisse Reihenfolge. Und wenn wir auch wieder ehrlich sind, auch auf einem Einprozessorsystem sind wir durch die Multithreaded-Programmierung doch sowieso schon dran gewöhnt, dass mal ein bisschen was von dem Prozess, ein paar Anweisungen davon, dann ein paar Anweisungen von dem anderen Prozess passieren, dass wir diese Interleaving-Semantik der Ausführung von Threads haben. Ne? Anweisung 1, 2, 3, 4 von Thread A, Anweisung 1, 2, 3, 4 von Thread B. Der Scheduler unten drunter wird jetzt irgendwie ein paar Anweisungen davon nehmen, ein paar Anweisungen davon und die irgendwie ineinander schieben. Keine Ahnung, wie das passiert. Keine Ahnung, wann der Scheduler auf die Idee kommt, von dem einen Thread zu dem anderen zu wechseln. Aber das werde ich als korrektes Verhalten auffassen, als jemand, der mit Multithreaded vertraut ist. Natürlich ist das so. Multithreaded, mehr Prozesse, tut nichts zur Sache, läuft das Gleiche raus. Naja. Wenn ich das aber doch sowieso schon geschluckt habe, wenn ich mich an diesen komischen Gedanken der Interleaving-Semantik gewöhnt habe, dann nehme ich das doch, um hier weiter zu argumentieren. Insbesondere wird ein normaler Betriebssystem, Kernel, User-Level-Thread, was auch immer, ein normaler Betriebssystem-Scheduler wird sich nicht dazu hinreißen lassen, Ihnen irgendein Versprechen zu geben, in welcher Reihenfolge er welche Anweisung von welchem Thread scheduled. Das heißt, keine Ahnung, Sie merken das, die Begrenzung meiner Finger. Diese Reihenfolge und jene Reihenfolge und so eine Reihenfolge, das sind alles legitime, unterschiedliche Interleavings. Alles das sind legitime Ausführungen von mehreren Threads auf einem Prozess. Naja, aber wenn ich jetzt noch den kleinen gedanklichen Schritt mache, okay, wenn all das hier für einen Prozess, für einen Rechner mit mehreren Threads legitim ist, dann nehmen wir das noch auf mehrere Rechner auseinander. Und bezüglich meines darunterliegenden Speichersystems sage ich jetzt wieder das gleiche Argument. Egal wie ich meine Lese-Schreib-Operationen miteinander verzahne, jede dieser jede dieser Lese-Schreib-Operationen in irgendeiner Reihenfolge sequenzialisiert, in eine Reihenfolge gebracht, ist legitim. Solange es die gleiche Reihenfolge ist, die alle Prozesse sehen. Solange alle Prozesse die gleiche Reihenfolge von Lese-Schreib-Operationen sehen, hat das Speichersystem seinen Teil des Vertrages erfüllt und hat sich korrekt benommen. Welche das ist, lege ich nicht fest. Sie merken, ich räume dem Speichersystem Freiheitsgrade ein. Es darf jetzt Dinge in andere Reihenfolgen bringen. Und das führt dazu, dass Sie nicht auf Dinge warten müssen und dadurch schneller werden. Okay, gucken wir uns ein Beispiel an. Angenommen, wir haben hier vier Prozesse, A, B, C und D. Ich schreibe die 42 auf X, hier schreibe ich auf X die 17.
Okay, sonst tue ich hier nichts. Also auf den beiden Prozessen passiert nichts. Hier sind die Leseoperationen, hier passiert was Spannendes. Ich lese hier aus x die 17, okay? Und hier lese ich aus x die 42. Das heißt doch, dass ich auf d, damit es ein sequenziell konsistentes System ist, ebenfalls die 17 und die 42 lese. Okay? Ich muss die gleiche Reihenfolge dieser Lese-Schreib-Operationen sehen. Und hier habe ich zuerst die 17 gesehen, obwohl sie in absoluter Zeit von unserer außenstehenden Beobachterperspektive, was die einzelnen Prozesse gar nicht wissen, aber wir, ne, gottgleiche Wesen, können da drauf gucken. Wir sehen, die 17 ist in globaler Zeit danach passiert. Trotzdem ist die 17 hier zunächst ausgeliefert worden und dann sehen wir hier die 42. Umgekehrt, wenn beide Prozesse zuerst die 42 und dann beide Prozesse die 17 sehen, das ist ebenfalls sequenziell konsistent. Das ist ebenfalls korrekt. Nicht sequenziell konsistent wäre das hier. Der eine sieht 17 und dann 42 und der andere sieht 42 und dann 17. Wir haben die Reihenfolge dieser Schreiboperation, die Wirkung, die Sichtbarkeit der Wirkungen dieser Schreiboperation bei C und D vertauscht. Und das widerspricht der sequentiellen Konsistenz. Es sind unterschiedliche Interleavings, die Sie hier beobachten bei C und bei D. Und das darf nicht sein. Okay, hier ist noch ein etwas längeres Beispiel. Ich würde Ihnen sehr ans Herz legen, versuchen Sie das mal durchzudenken. Wir fangen mit drei Prozessen an, A, B und C. Und wir haben drei Variablen, X, Y und Z. Und die sind irgendwie von mir aus alle null initial. Und jetzt macht jeder von diesen Prozessen eine Schreiboperation, X gleich Y gleich Z gleich 1. Und gibt dann die beiden anderen Variablen aus. Überlegen Sie sich, welche möglichen Ausgaben es geben kann, in welchen möglichen Reihenfolgen. Da gibt es eine ganze Menge. Denken Sie mal drüber nach. Nehmen Sie auch an, dass dieses Print hier und das Lesen dieser Werte Y und Z, dass das atomar nicht unterbrechbar in Nullzeit passiert. Sonst wird das Beispiel wirklich zu kompliziert. Schauen Sie sich das mal an. Wir besprechen das in der Online-Sitzung zu dieser Vorlesung. Ich glaube, das ist nützlich, wenn Sie das erstmal versuchen, selber durchzuprobieren. Okay, ja, was würden Sie denn tun, wenn Sie das jetzt implementieren sollten? Wenn ich Ihnen sage, implementieren Sie mir einen verteilten Speicher mit sequenzieller Konsistenz. Hätten Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, Sie kommen auf ein paar davon. Welche Möglichkeit Sie wählen, hängt von den hängt vom Verhältnis der Lese- und Schreiboperationen ab. Ob Sie öfter lesen oder ob Sie öfter schreiben, wie oft das jeweils wo passiert. Beispiel, Sie haben einen Prozess, der nur schreibt und alle anderen Prozesse lesen lediglich. Dann ist es relativ simpel. Ne? Dann machen Sie einen, der schreibt, verteilt diese Werte und Sie haben kein Sequenzialisierungsproblem. Wenn Sie aber ein Sequenzialisierungsproblem haben, dann schreit das wonach? Dann schreit das nach atomarer Ordnung. Das ist genau die Semantik von atomarer Ordnung gewesen. Führe es in der gleichen Reihenfolge überall aus, egal welche. Hauptsache es ist die gleiche Reihenfolge. Okay? Also da steckt eine atomare Ordnung dahinter. Verteilen Sie Ihre Schreiboperationen mit einem atomaren Multicast an Ihre Gruppenmitglieder und Sie kriegen die richtige Semantik. Und damit wissen Sie auch sofort, das ist langsam. Und möglicherweise wollen wir hier noch über ein paar Alternativen nachdenken. Das machen wir dann im folgenden Abschnitt. Okay, langsam ist nicht gut. Kann ich einen anderen Vertrag abschließen? Kann ich einen Vertrag abschließen, bei dem ich als Speichersystem den Prozessen weniger versprechen muss, dass ich mich an weniger Regeln halten muss und dafür bin ich hoffentlich schneller und habe weniger Overhead? Sie ahnen, dass die Idee jetzt sein wird, ja, und da ist ein Bezug zu Gruppenkommunikation da. Also, können wir schwächere Modelle, man spricht hier von einem schwächeren Modell, das macht weniger Versprechungen, das Speichersystem macht weniger Versprechungen. Und eine solche schwächere Semantik, ein solches schwächeres Konsistenzmodell ist die kausale Konsistenz, die genau die gleiche Argumentationskette hat, wie wir das bei der Gruppenkommunikation hatten und genau die gleichen Versprechen gibt. Und zwar fordere ich, dass Schreiboperationen bei allen meinen Teilnehmern, die potenziell kausal in Zusammenhang stehen, bei allen Prozessen in der gleichen Reihenfolge
gesehen werden sollen. Nebenläufige Schreiboperationen darf ich in beliebiger Reihenfolge durchführen. Ich, das Speichersystem, darf das in beliebiger Reihenfolge bei den einzelnen lokalen Speichern der Prozesse in beliebiger Reihenfolge durchführen. Die spannende Frage ist jetzt, was meine ich mit potenziell causally related? Okay, potenziell gleiche Argumentation wie vorher. Ich weiß es nicht. Ich kann nur die Lese- und Schreiboperationen beurteilen. Ich weiß es nicht, ob, wenn ich eine Variable x schreibe, der andere Prozess dann x liest und daraufhin y schreibt. Ist da jetzt ein kausaler Zusammenhang oder nicht? Hat das y-Schreiben irgendwas damit zu tun oder ist es purer Zufall? Ich muss es also unterstellen. Konservativerweise muss ich unterstellen, dass alle Folgen von ein bestimmter Wert wurde gelesen und danach wurde irgendwas geschrieben. Das ist kausal zueinander abhängig. Möglicherweise kausal zueinander abhängig und muss es in diesem Sinne hier behandeln. Schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Ich habe wieder meine Prozesse A, B, C und D und jetzt passieren ein paar Sachen mehr. Ich habe bei Prozess A eine Schreiboperation, bei der ich auf x den Wert 42 schreibe. Tun wir mal für den Verlauf der folgenden Diskussion so, als könnte ich immer sicherstellen, dass nie der gleiche Wert zweimal geschrieben wird. Sonst machen Sie in Gedanken so ein kleines Fußnote drunter. Das ist das erste Schreiben von 42, das ist das zweite Schreiben von 42. Sonst wird es konfus. Also, ich schreibe auf x die 42. Prozess B, C und D lesen x und sehen hier überall die 42. Völlig okay, ne? Das ist, bis dahin sind wir uns sicherlich alle einig, dass das ein plausibles Verhalten ist. Jetzt passiert hier Folgendes. B liest, nachdem es von x gelesen hat, schreibt B auf x den Wert 17. A schreibt nochmal auf Wert x, diesmal den Wert 99. Ohne da irgendwas zu lesen, der hat sich was anderes ausgedacht und kommt jetzt zum Schluss, 99 ist vielleicht besser. Wir haben also hier zwei Schreiboperationen auf x mit unterschiedlichen Werten. Was passiert hier? Bei C passiert, dass Sie erst die 17 und dann die 99 sehen, nachdem Sie die 42 gesehen haben. Ja, Sie haben 42 gelesen, das ist dieses Schreiben, dann lesen Sie die 17 und die 99. Bei D sehen Sie die 42, dann die 99, dann die 17. Ist das okay? Na, gucken wir mal an, was sind denn die potenziellen kausalen Abhängigkeiten von möglichen Schreiboperationen? Na, wir haben drei Schreiboperationen. Also müssen wir uns hier diese drei Abhängigkeiten angucken. Das Schreiben von 42 ist auf den Prozess A geguckt, happened before das Schreiben von 99. Also überall muss ich die 42 lesen, bevor ich die 99 lese. Das ist so. Ich lese überall die 42 vor der 99. Das Schreiben von 42 ist aber auch, weil ich ja hier diese 42 lese. Ich schreibe jeden Wert nur einmal. Das muss diese 42 sein. Es muss dieses Schreiben sein. Dieses Schreiben von 42 ist auch happen before dieses Lesen von 42, was happen before diesem Schreiben von 17 ist. Also die beiden Dinger hier, das Schreiben von 42 und 17, sind potenziell kausal voneinander abhängig. Also muss ich überall die 42 vor der 17 sehen. Das ist auch erfüllt. Was haben wir noch? Wir haben noch das Schreiben von 17 und das Schreiben von 99. Ja, aber die sind nebenläufig zueinander. Da ist kein möglicher Informationsfluss mehr zwischen A und B. Das sind keine Leseoperationen im Spiel. Hier wird keine 17 und keine 99 gelesen, weil die nebenläufig sind. Darf ich die 17 und die 99 hier in beliebiger Reihenfolge lesen. Wäre es jetzt als Verständnisfrage, okay, angenommen dieses Lesen hier würde ein bisschen später auftauchen, würde hier auftauchen. Wäre es dann okay, wenn Sie hier nicht die 42 lesen? Wenn Sie die 42 ein bisschen später lesen, ist auch okay. Ne? Dieses Schreiben von der 17 ist einfach noch nicht eingetroffen. Wäre es okay, wenn Sie hier statt dem Lesen von 42 17 lesen würden? Na klar ist das okay. Dann ist halt dieses Schreiben der 17 ist schon da und Sie lesen zweimal die gleiche Variable aus. Ist nicht drauf geschrieben worden, lesen Sie zweimal den gleichen Wert, kein Problem. Also ja, das ist unkritisch. So, der Vollständigkeit halber noch ein nicht kausal konsistentes Beispiel.
Und das ist genau das hier. Na, wir schreiben die 42, lesen sie hier, schreiben hier die 17, sodass hier wieder das hier happened before dem Schreiben von 17 ist. Dennoch lese ich hier die 17, bevor ich die 42 lese. Das darf nicht sein. Hier verletzen wir wieder kausale Konsistenz. Bei D ist alles gut, aber das reicht nicht. Es muss bei allen Prozessen gut sein und bei C ist es nicht gut. Okay, wie implementieren wir das? Wie realisieren wir sowas? Naja, das steht ja jetzt schon offensichtlich im Raum. Der Elefant zwinkert Ihnen deutlich zu. Sie nehmen das CBcast-Protokoll, haben einen kausalen Multicast, verteilen damit Ihre Schreiboperationen und alles ist gesagt. Mehr müssen Sie an der Stelle nicht weiter tun. So, ist das gut? Das ist schon mal, das ist okay, wenn Sie damit von der Semantik her klarkommen. Aber vielleicht hätte ich es gerne noch schwächer. Sie erinnern sich, beim CBcast, da haben Sie immer noch das Holdback, manchmal müssen Sie immer noch warten. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Vielleicht reicht mir FIFO. Vielleicht reicht es mir, wenn ich vom gleichen Sender die Schreiboperation in der richtigen Reihenfolge sehe. Also meine Forderung, die ich erhebe, damit das Speichersystem sich als FIFO-konsistent bezeichnen darf: Schreiboperationen durch den gleichen Prozess müssen bei allen anderen Prozessen in der Reihenfolge eintreffen, in der sie durchgeführt wurden. Schreiboperationen von verschiedenen Prozessen stehen in keiner Beziehung zueinander, darf ich beliebig durchführen, wie immer es mir gerade passt. Sicherlich leichter zu realisieren als Weak Consistency. Sie brauchen andere Sequenznummern pro Sender, ganz einfach. So, Beispiel dazu, schreiben hier x42, das ist die einzige Schreiboperation, folgt überhaupt nichts draus, können Sie machen, was Sie wollen. Hier haben wir ein Schreiben von 17 und 19, die einzige Forderung, die hier auf dieser Folie steht, weil es eine FIFO-Konsistenz sein soll, die einzige Forderung ist, dass 17 vor der 99 gelesen werden soll. 17 vor der 99, dazwischen mal die 42. 17 vor der 99, hier die 42 davor. FIFO-konsistent. Alles gut. Implementation? Trivial. Sequenznummer? Sie ordnen Sequenznummern im Empfänger. Was könnte einfacher sein als das? Ja, okay. Einfacher ist vielleicht in der Tat nichts. Schneller? Sie müssen immer noch warten. Wenn Ihnen hier eine Nachricht verloren geht, eine Schreibnachricht geht Ihnen verloren, Sie sehen zwar in Ihren Sequenznummern, Schreiben von A Nummer 5 auf Variable X, Schreiben von A auf X Nummer 6, Schreiben von A auf X Nummer 9, dann merken Sie, dass Ihnen da zwei Werte fehlen, die also dieses Nummer 9 Schreiben noch gar nicht benutzen dürfen. Oder? Ja. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wir machen unsere Konsistenzmodelle noch schwächer. Zu einem wirklich ganz schwachen Modell. Selbst FIFO kann für manche Zwecke zu langsam sein, weil sie fordern, dass sie diese Reihenfolge dazwischen ja sehen. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Auch da kommt jetzt wieder so ein Argument, was machen Programmierer denn eigentlich? Naja, Sie haben Daten, auf denen Sie Operationen durchführen. Das ist irgendwie eine Methode in so einem verteilten Objekt, in so einem replizierten Objekt. Da darf doch sowieso kein anderer was dran machen, oder? Also, Sie sind doch sowieso dran gewöhnt, dass Sie, bevor Sie so eine Methode starten, bevor Sie da loslaufen, zumindest einen Mutex auch rausnehmen, eine Synchronized Semaphore sich beschaffen, in einen Monitor eintreten, wenn Sie es ganz vornehm machen. Das machen wir hier doch auch. Das hat doch überhaupt nichts mit Replizieren zu tun. Das hat mit der Tatsache zu tun, dass es um nebenläufige Programme sich handelt. Dass da noch was repliziert ist, ist sekundär. Aber wenn das doch sowieso so ist, dass ein solcher Prozess die Daten, die in einem solchen Objekt sind, überhaupt nicht anfassen darf, bevor er nicht das Mutex bekommen hat oder die Semaphore bekommen hat, die die Methoden dieses Objektes schützt, nebenläufige Programmierung, dann ist es doch auch egal, was in diesen Instanzen als Daten drinsteht. Ich darf die eh nicht anfassen. Getter- und Setter-Methode. Ne? Sie machen auch bitte schön einen Lesezugriff über einen ordentlichen Getter. Sie krapschen nicht einfach da diese Daten ab. Also wenn das sowieso so ist,
Wann muss ich jetzt eigentlich wirklich dafür sorgen, dass Daten für ein bestimmtes Objekt, für eine bestimmte Instanz, dass die wirklich konsistent sind über die Replikate hinweg? Das muss ich doch eigentlich erst dann machen, wenn ich diesen kritischen Abschnitt, diese Semaphore besitze. Das ist doch vielleicht eine schlaue Idee, oder? Vielleicht kann ich ganz, ganz, ganz viele Operationen auf verteilten, replizierten Objekten einfach völlig ignorieren und mir Zeit lassen, bis es tatsächlich dazu kommt, dass ich sie brauche, bis ich also eine Synchronisation durchführe. Naja, aber bis jetzt weiß unser Speichersystem ja noch nicht, was da passiert. Semaphore, Synchronisation, okay, die Semaphore wird wahrscheinlich auch wieder repliziert gespeichert sein. Das müssen ja die einzelnen Prozesse gleichzeitig machen. Das heißt, für unser Speichersystem sieht das jetzt genauso aus wie andere Leseschreibzugriffe. Das hilft uns also nichts. Also müssen wir unserem Speichersystem etwas mehr sagen. Das ist wieder Vertragsbestandteil. Ich als Prozess muss mich ordentlich benehmen. Ich als Prozess muss das Speichersystem mit Informationen darüber versorgen, was ich hier eigentlich tue mit meinen Daten. Dann kann das Speichersystem die korrekten Werte in effizienter Form liefern. Also hier ist die Idee, wir führen die wirklich jetzt schwache Konsistenz, die heißt auch so, die Weak Consistency ein. Und die Idee ist, ich führe eine Sonderklasse von Variablen ein, die nenne ich mal Synchronization Variables, im Gegensatz zu den normalen Data Variables. So, und das Speichersystem weiß, was eine normale Datenvariable und was eine Synchronisationsvariable ist. Sodass jetzt Zugriff auf Synchronisationsvariablen eine Sonderrolle bekommt. Und diese Sonderrolle der Synchronization Variablen, die sieht in dem Weak Consistency Modell folgendermaßen aus. Erstens. Zugriffe, Operationen auf diese Synchronisationsvariablen, die sind sequenziell konsistent. Im strengen Sinne Interleaving-Semantik. Also was ganz, ganz Langsames. Was geradezu furchtbar Langsames. Wann darf ich auf eine Synchronisationsvariable zugreifen? Wenn ich das tue, ich mache so einen Zugriff auf eine Synchronisationsvariable, dann muss dieser Zugriff warten, bis alle Schreiboperationen, hier ist es noch in diesem Modell, noch alle Schreiboperationen, egal worauf, alle Schreiboperationen komplett durchgeführt wurden. Das ist so ein Flush-the-Pipeline-Gedanke. Alle Schreiboperationen müssen fertig sein, bei allen Replikaten, dann kann ein Zugriff auf eine Synchronisationsvariable erfolgen. Erst dann. Umgekehrt, lesen oder schreiben auf Datenvariablen darf ich erst, wenn die Operationen auf Synchronisationsvariablen durchgeführt wurden. So was haben wir auch schon mal gesehen. Etwas, das mir so eine Barriere da durchlegt. Etwas, das mir sagt, okay, irgendetwas muss entweder davor passieren oder danach passieren. Das klingelt bei Ihnen, nicht? Das erinnern sich. Die Intuition ist, das ist sehr teuer, ne? Dieses Flush-Pipeline und so weiter, alles schreiben, fertig, überall fertig abschließen, das verursacht hohen Aufwand. Aber die Hoffnung ist, dass ich das relativ selten tue, dass ich in der Zeit, in der ich diese Schreiboperationen verteile in meinem Datenspeicher, sitze ich ja nicht untätig rum, da werde ich ja auch Schreiboperationen durchführen. Ich erzwinge es halt nur erst, dass sie fertig sein müssen, wenn die Synchronisationsvariable kommt. Davor geht es ja hoffentlich auch weiter. Das heißt, ich amortisiere den Synchronisations-Overhead, indem ich nur gelegentlich diese Synchronisation durchführe. Aber andererseits ist dadurch auch Konsistenz nur zu diesen Zeiten gegeben. Dazwischen weiß ich es einfach nicht. Und es ist mir auch egal, weil ich ja sowieso nicht an die Daten ran darf. Okay? Das ist die Argumentationskette hier. So, und das haben Sie jetzt auch schon geahnt, wie man das dann realisiert. Das ist sehr eng mit dem View-Synchronous Communication Model verwandt. Diese Synchronisationsvariablen sind im Prinzip ein View. Es ist jetzt hier allerdings kein View über eine Gruppenmitgliedschaft. Es ist ein, in Anführungszeichen, View, es ist sowas ähnliches wie ein View, über wo sind wir denn in unseren Daten fortgeschritten. Man spricht hier eher von einer Generation. Es ist die so und so vielte Generation, zu der wir Konsistenz hergestellt haben. Okay, so jetzt gibt es auch noch zwei Aspekte dabei. Der erste Aspekt ist zu sagen, naja,
Will ich das denn wirklich so grobschlächtig machen und sagen, okay, diese Synchronisation muss sowohl meine Lese- und meine Schreiboperation auf meinen Daten in ein Davor und ein Danach teilen? Wie ist denn das? Wenn ich jetzt hier lesen will danach, interessieren mich dann andere Leseoperationen? Wenn ich schreiben will, interessieren mich andere Schreiboperationen? Anders formuliert, das ist ja eigentlich mit einem kritischen Abschnitt in Bezug gesetzt, diese Weak Consistency, diese Synchronisationsvariable. Aber ein kritischer Abschnitt ist asymmetrisch. Entweder ich betrete ihn, dann muss ich dafür sorgen, dass lokal meine lokalen Daten aktuell sind, oder ich verlasse ihn. Dann kann ich das, was ich lokal gemacht habe, jetzt verteilen. Okay? Das ist die Überlegung bei Release Consistency. Release Consistency macht genau das. Es unterscheidet das Betreten vom Verlassen eines kritischen Abschnitts. Und beim Betreten eines kritischen Abschnittes werde ich meine lokale Kopie auf den aktuellen Stand bringen. Beim Verlassen eines kritischen Abschnittes werde ich anfangen, vielleicht auch schon vorher, aber spätestens dann, werde ich anfangen, meine Änderungen zu verteilen. Okay? Man unterscheidet also zwischen einem Acquire. Und das ist jetzt nicht nur ein Acquire auf die Schlossvariable oder die Semaphore. Es ist ein Acquire auf die Konsistenz meines Datenspeichers. Wenn Sie ein solches Acquire machen, stellen Sie auch die Forderung, und jetzt bitte bei mir alle Schreiboperationen zu Ende führen, erst dann weitermachen. Halte mich, Prozess, so lange an, bis du, Datenspeicher, dafür gesorgt hast, dass lokal alle Änderungen geschrieben wurden. Erst dann bitte mir wieder Bescheid sagen, mich entsperren im Betriebssystem-Sinne und weiterlaufen lassen. Okay? Das ist hier nochmal genauer aufgeschrieben. Das lohnt sich da jetzt gar nicht so sehr drüber nachzudenken. Das ist die naheliegende Umformulierung der Weak Consistency. Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt hinweisen. Sowohl die Weak als auch die Release Consistency sind immer noch eigentlich ein ziemlicher Holzhammer. Das ist eigentlich immer noch die Idee, entweder holen Sie sich eine Synchronisationsvariable oder ein Acquire oder Sie machen das Release. Aber es betrifft immer noch alle Schreiboperationen und alle Leseoperationen für den gesamten Speicher. Das ist doch eigentlich nicht richtig. Eigentlich war doch die Idee zu sagen, innerhalb so einer Objektinstanz, innerhalb einer solchen Objektinstanz muss ich jetzt dafür sorgen, dass das entsprechend aktuell ist und so weiter und so weiter. Ja, können diese beiden Modelle noch nicht ausdrücken. Kann man aber, es gibt noch die sogenannte Entry Consistency, bei der Sie genau das sagen können, bei der Sie sagen, diese Daten hier, zum Beispiel diese Objektinstanz, hängt mit dieser Schlossvariable Semaphore Monitor zusammen. Und wenn ich diesen Semaphore belege, acquire, auf den Semaphore mache, get, acquire, p, nennen Sie es wie Sie wollen, dann müssen die Daten, die hier in dieser Objektinstanz liegen, die müssen alle fertig geschrieben sein. Dafür dürfen keine Schreiboperationen mehr unterwegs sein. Was mit anderen Objekten ist, spielt überhaupt keine Rolle. Okay? Bauchgefühl? Ja, klar, da muss ich jetzt auf weniger Schreiboperationen warten, also wird das schneller gehen, also werde ich schneller fortsetzen können und nebenläufig gehen diese Schreiboperationen weiter, die dann auf Klopfervolz, während ich meine Daten verarbeite, dann tatsächlich auch fertig abgearbeitet haben. Ja, stimmt, das ist die richtige Intuition. Tatsächlich wird es dann aber auch wieder noch ein Stück komplizierter und Sie kriegen noch mehr Verwaltungsoverhead. Zwischen all diesen Modellen, zwischen diesen really weak Konsistenzmodellen, weak, release, entry, consistency, das sind Trade-offs zwischen Komplexität der Implementierung, Verwaltungsoverhead, andererseits mehr Nebenläufigkeit in den Operationen, weniger warten müssen darauf, dass Schreibleseoperationen verteilt sich beendet haben. Okay, so, hier sind noch so ein paar Ideen zum Implementieren. Das ist eher so Food for Thought, wenn Sie mal am Wochenende Langeweile haben und über sowas nachdenken wollen. Das Schlagwort hier wäre Distributed Shared Memory. Und da gibt es jetzt ein Beispiel, das sind die sogenannten Page-Based Distributed Shared Memory System. Und da klinken Sie sich in die seitenbasierte Speicherverwaltung eines Betriebssystems ein. Sie erinnern sich, es gibt die Vorstellung eines Page-Fault-Handlers. Wann immer Sie aus einem Anwendungsprogramm auf eine Speicherseite zugreifen wollen, die schreibgeschützt ist, dann können Sie dem Betriebssystem vorher sagen, wenn das passiert, rufe bitte diesen Signal-Handler auf,
wenn so ein Page-Fault eintritt. Und in diesem Signal-Handler können Sie jetzt anfangen zu sagen, aha, jetzt kratzen wir uns mal am Kopf und überlegen, wo müssen diese Daten hin und her geschaufelt werden. Und da gibt es jetzt Dutzende von möglichen Variationen und verschiedenen Modellen. Welche Seite wird jetzt wohin, unter welchen Bedingungen, wann und wie verschoben? Das war mal eine ganze Zeit lang ein sehr hippes Forschungsgebiet, hat sich irgendwann mal beruhigt, als man so im Prinzip die richtigen Trade-offs für den 95%-Fall gefunden hatte. Okay, lassen Sie mich das nochmal zusammenfassen. All diese Modelle vom strikten, sequentiellen, kausalen, FIFO, Weak, Release, Entry Consistency, alle die haben die gemeinsame Charakteristik, je strikter die Synchronisationsanforderung, umso mehr Aufwand. Aber auch umso angenehmer ist es in der Regel. Nicht dieses Entry Consistency Modell. Da müssen Sie schon am Kopf kratzen und nachdenken, was da jetzt wirklich genau passiert. Sequenzielle Konsistenz, naja, mein Gott, wenn Sie multithreaded können, können Sie das. Dann haben Sie da auch keine großen Probleme. So, wenn Sie jetzt auch noch scharf aufgepasst haben in der ganzen Diskussion gerade eben, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass das mit Replikation nicht mal unbedingt notwendigerweise was zu tun hat. Diese ganzen Modelle können Sie auch für nur verteilten Speicher benutzen, bei denen es immer eine relevante Instanz gibt. Es ist aber auch auf Replikation anwendbar. Den folgenden Abschnitt drehen wir tatsächlich uns explizit um das Management von Replikas und um die Aktualisierung in verschiedenen Varianten, wie man das jeweils tun kann und tun muss. Das machen wir im nächsten Video. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören.